Ja, Aufnahme läuft. Ja. Dann, wenn alles weit ist, würde ich sagen, damit seid gegrüßt zu einem neuen Video, zu einem gemeinsamen Video, zu einem Kooperationsvideo. Heute mit zwei Leuten zusammen. Meldet euch mal, macht mal Lärm. Warum sollten Jo, wir? Dann grüß niemand. euch. Ja, von mir auch. Hallo auf allen drei Kanälen. Der Mordev ist heute hier und der Takeru. Ja, wir spielen Stadt, Land, Fluss online und ja, dann würde ich mal sagen, ich bin hier schon direkt in der ersten Runde. Also los, legen wir los. An. Bison Nur ist eine kurze Mordev. Frage noch. Frage. Spielzeug im Happy Meal, was ist damit gemeint? Irgendwas, das schon Alles. Ach, gegeben hat oder irgendetwas? Irgendein irgendetwas. Spielzeug. Oh weh. Ist schon beim Dann Eingeben oder was? was? Ich bin hier schon fleißig am Eingeben. Okay, dann muss ich mal weiter eingeben. Na klar. Oh weh. Nicht Jungfrau, so geht alles. Okay. Noch nicht fertig. Dann. So schwer ist es ja gar nicht. Noch eine Todesursache? Ich hätt's. So, Bison ist Mordev, Donkey bin ich und Lyribit, oder wie es ausgesprochen wird, ist Takeru. Okay, wer will vorlesen? Ich mach Mach mal. ruhig du. Okay, oder du. Ja. Zwergi liest vor, oder was? Ja. Okay, dann fange ich an. Nächste Runde ist dann Mordev und dann Takeru. Oder Takeru und dann Mordev. Okay, lese ich vor. Mordev, Spielzeug im Happy Meal. Manny, das Mammut aus Ice Age. Ja. Okay, Ladybird, ja. Ladybird. Ladybird hat nix. So nenne ich dich jetzt den restlichen Verlauf hier. Ist ein schöner Name. Schöner. Und ich hab natürlich den Mango Slip. Ja, sehr schön. Im Happy Meal. Stinkende Sachen. Da hat Mordev natürlich Mutters Unterhosen. Ja, passt zu dem, was ich vorher hatte. Im Happy Meal. Seit der Jugend nicht mehr gewaschen. Hübsch. Riecht bestimmt sehr toll. Ganz sicher. Ganz sicher. Ladybird hat einen Müllsack. Ich Ja. wollte normal bleiben. Wolltest. Und ja. Ich sehe schon, Bitte. was unten kommt. Was da als letztes kommt, ich lese mal lieber nicht vor. Ist ganz lieb gemeint, Modi, nicht böse. Was ist denn bitte ein Schlafanzug? Sowas trage ich nicht. Das Ach lasse ich einfach was. mal so. Heimlich trägst du's. Filme und Serien. Mario Bros. Der Film. Der neue, der bald kommen soll. Nicht der alte, hässliche. Ja, habe ich auch schon gehört, dass ein neuer Mario Bros. Film kommen soll. Der alte ist echt nicht gut. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Der besser als der ekelhafte Sonic-Film wird's auf jeden Fall. Minions. Ja. Bitte.
Matrix natürlich, also wer bei IM nicht an Matrix denkt, also Filme und Serien, Matrix, ich Ja, bitte der euch. erste war zumindest gut. Ja, komm. Ja, zum Mainstream. Matrix. Aber Minions ist auch gut. Aber Mario Bros, ja, den will ich sehen. Ich bin gespannt, aber auf den Pokémon-Film bin ich gespannt, auf den Pokémon-Detektiv Pikachu. Ja, stimmt. Oh ja, der wird mit Sicherheit ziemlich geil. Der wird geil, den muss ich gucken. Der wird spitze. So, Dinge, die an die man jeden Tag macht. Ich kann nicht lesen. Bison, der Modi. Männer, die Hand stillen. Nee, ich still keinem die Hand. Nee. Auch auf der Arbeit nicht? Nicht, wenn es nicht sein muss. Masturbieren, ja, was sonst? Takiro. Doch hier gerade während. Du doch gerade hier während der Aufnahme heimlich. Nämlich? Kennen wir doch. Nö, nö. Ja doch. Mit Aufnahme. Das wird man doch hören. Das hört man doch, oder? Wenn ich fleißig hingucke. Hingucken. Wir bräuchten mal eine Facecam hier. Leider bin ich ohne Facecam unterwegs. Ich hätte eine, aber ich bin gerade so K.O. Da sieht man eh nichts Gutes mehr. Tja, Mocken aus dem Maul. Das ist auch schon Dinge, die man jeden Tag macht. Ein Kommentar. Okay. So, Modif, Monster unterm Bett als Todesursache. Menstruationsbeschwerden. Ja, alles klar. Ladybird. Könnte es sein. Offen. Ja. Ich bin auch nicht ganz unschuldig. Du spiele Charaktere, da ist euch nichts, ist natürlich nichts Besseres eingefallen. Natürlich. Ja. Wer soll es auch sonst na, sein? Wer auch sonst? Moment, fällt jemand. YouTuber. Modi. Ja. Ja, schön mal rausklicken. Sonst. Gibt keine Punkte. Man hätte auch doppelt. Modado nehmen können, aber. Ja, wollte ich gerade schreiben, da wurde auf Modado ja. aufgeklickt. Games, Spiele, Majora's Mask, ja, The Legend of Zelda ist halt, ja, Metroid. Okay, ich würde sagen. Ladybird, du musst das noch bestätigen. Einmal auf Ergebnisse können. Bestätigen klicken. Ja, perfekt. Runde, okay. Auf geht's. Jetzt wird die Tastatur umgehauen. S. Jetzt haust, jetzt liest du dann vor, Modif. In der nächsten Runde. Spielzeug im Happy Mail. Hey! Verdammt. War schon mal fertig. Ja. Also gut, wir haben heute Modi liest vor. Also wir haben nicht viel Zeit, deshalb Spielzeug im Happy Mail. Ich hab die Schere mit runden Ecken, man kennt sie, für die kleinen Kinder zum Basteln. Geht, oder? Ja, kann man sich nicht verletzen. Es sei denn, man ist ein bisschen trottelig. Ja, so stinkende Sachen, der gute Slip von Oma, denn man muss ja auch so den Antworten von vorher treu bleiben. Und Socken. Auch sehr schön. Ja. Mhm. Filme und Serien, Superman Returns, ja, der mit Abstand schlechteste Film der Reihe, Superman und... Superman nervt echt extrem, will keiner sehen. Oh, guter Reim. Ja, ist ja so. ich hätte ihn gern mit Schnauzer gesehen. Ja, Das war cool. Also gut, Dinge, die wir jeden Tag machen. Speck braten und verzehren. Ich denke, wir haben keinen Vegetarier hier, deshalb geht das, oder? Ja, niemals. Ja. Ich sitze. Ja, geht, wenn ich mal nicht arbeiten bin. Und stinken... Kommt mal vor, dass man sitzt. Ja, eigentlich prinzipiell immer. Das geht. Ja. Okay, Todesursache. Die Schere ohne abgerundete Ecken. So. Ich hab mich verschrieben. Und mal drauf gestolpert. Was genau soll Schuh im Stiefel überhaupt heißen? Eigentlich wollte ich Schlange im Stiefel schreiben.
Schuh im Stiefel. Ja, puh. Ich glaube, das lassen wir aber mal nicht zählen. Nee, ich glaube auch nicht. Videospielcharakter wieder sehr, sehr kreativ. Okay, Sonic. Ja, Spider-Man hätte man nehmen können, würde ich aber jetzt nicht so wirklich als Charakter zählen. Dann habe ich Spielbär-LP, weil ich den vor Jahren irgendwann mal abonniert habe und immer noch in der Abo-Box sehe. Deshalb ist mir eingefallen. Und Sarazar. Das kenne ich nicht. Sorry. Ja, kennt man nicht. Ist, glaube ich, jetzt mittlerweile bei Sea of Thieves. Sarazar, gibt es den noch? Ja, ich glaube, der macht nicht mehr wirklich Let's Plays, aber der reist so durch die Welt und macht so ein bisschen Vlog-mäßiges, glaube ich. Ah, also... Nicht mehr wirklich mit Gronk zusammen, also bei Gronk habe ich ihn nicht mehr so gesehen, aber... Ja gut, das ist ja klar, der wollte ihn ja abzocken, ne? So um die Welt, so wie heißt das? Reisevlogs. Turn Around the World oder sowas, keine Ahnung, so, wie diese Formate heißen. Okay, gut, dann Games, Spiele... Superman für den N64, wir alle kennen es, wir alle hassen es. Ich habe es auf einem Emulator gespielt und es war der größte Fehler meines Lebens. Sorry. Dann Spider-Man, wahrscheinlich das Neue. Natürlich, ich bleib meiner anderen Antwort von vorhin treu. Ja gut, ich habe noch das Alte hier, von daher geht. Und Sega Olympic Games, ja, das kenne ich tatsächlich, das geht. Ich weiß nicht, ich war mir nicht sicher, ob es das überhaupt gibt, aber... Ich habe an Sega gedacht und habe das einfach mal eingetragen. Also ja, ich glaube, die hatten da mal was. Ja, muss mal. Also Olympic Games gab's. Also ich kenne die ganzen Mario und Sonic Spiele. Da gab's Mario und Sonic und die Olympischen Winterspiele, Mario und Sonic und die Olympischen Sommerspiele und sowas. Da gibt's jedes Jahr ein neues von. Also 20, ich glaube 2010 habe ich in meinem Regal stehen. Ich habe noch eins für den alten DS. Und für 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und so weiter. Das sind also auch gute Spiele, so die machen immer Spaß. Sonic Olympic Games raus. Ja. Einmal bestätigen, bitte. Mach ich. Perfekt. Oh mein Gott. Bitte ekelhaft. Also, dann lese ich einmal vor. Spielzeuge im Happy Meal. Erde. Einfach eine falsche Erde. Eine Flasche. Also. Oh, die. Ich lach bloß die ganze Zeit leise vor mich hin. Stilles Lachen. Ist immer das Beste Lachen. Von mir ist ein Eimer. Ja, ein Eimer kann man immer brauchen zum Spielen. Gilt das? Und ja. Ei vom Takaru, wahlweise links oder rechts. Donkey, ja. Hast du dich mit mir zusammengeredet wegen zweitens bei der stinkenden Sache? Denn jetzt kommen wir stinkende Sachen. Ein einsames Stückchen Kot. Ja, das kann stinken. Eier, die in der Hose gemeint? Warum? Und... Ja. Eirat? Hey Range, Gronk ist leider gerade nicht hier. Hey Range? Guckt da nicht Gronk? Ja, jetzt müsste einfach Gronk ganz kurz in Discord kommen, ja. Kurz aufatmen und wieder gehen. Und ausrasten. Gronk ist leider nicht mit dabei. Tut leid, den konnten wir leider nicht mitgewinnen für diese. Der wollte leider kein Let's Play Together mit uns machen. Traurig, aber ich dachte, wir wollten keins mit dem. Also ich doch sowas sind wir doch nicht angewiesen. Er wollte nicht. Er war beschäftigt. Das ist Trubi. Ein Leben für Pferde? Ich hab hier lustigerweise gerade die Netzkino-App noch auf dem Handy auf. Und da habe ich das gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist bestimmt sehr interessant. Ja, mit Sicherheit. Ja, sehr schön. End of the World. Weiß jetzt nicht, ob ich mich dann nicht verschrieben habe. Ah, das ist von der Coretto-Trilogie. Ah. Kennt ihr das? Gut aus. Schon mal gehört, ja. Den Film habe ich nie gesehen, aber... Und ja. Hot Fuzz. Und ja. Er ist wieder da. Kennt man. Ja. Sehr guter Film, muss man mal gucken. Besseres Buch. Also. Ja. Sehr gute Verfilmung mit... Wie hieß denn der Schauspieler? Graz ist mir entfallen. Der den Adolf spielt. Sehr gute, sehr intelligente, satirische
Sache. Stimmt. Mit Dingens hier mit, wie heißt da jetzt, oh, der Name entfallen, der, ja, es wird irgendwie alles weg, der Typ, der den Businessmenschen mal gespielt hat, den, sag schon, deutsche Schauspieler, Deutsche der den Schauspieler kenne ich nicht. Redaktionstypen spielt. Wie heißt denn der? Der Name, hilft mir mal. Spieler, der mitspielt. Keine Ahnung, ich kenne Til Schweiger und Ach, dann was hört's schon soll's. auf. Füge ich nachher hier ein, mache hier einfach nach einem Videoschnitt, blende ich das alles hier ein, schreibe ich unten hinzu, wenn ich dran denke. Schon gespannt. So, Dinge, die man jeden Tag macht, erniedrigen andere nicht selbst, ist eine Joa. Weisheit. Ja. Mobbing ist nichts Gutes, Mordi. Mordi, du fieser Mobber. Ah, ich stand schon auf Ja, beiden Seiten. Mobbing ist nichts Gutes, aber wenn man es jeden Tag macht, dann ja, kann er nichts dafür. Ist eine Es ist halt schlechte eine Sucht Angewohnheit von geworden, ne? Mordi. Kennen wir Eine ja. Zwangsneurose. Eine Zwangsneurose von Mordi. Kennen wir. Hier, zweimal essen. Essen ohne Maß, essen, ja, hört sich gut an. Essen Was und ist das? schlafen und Videospiele spielen, was macht man am Tag? Das war's eigentlich eh schon. Ja, prinzipiell Ja. schon. Todesursache: Essen von Glas, ertrinken, essen ohne Maß. Oh, das ist aber doof. Zum einen, das machst du Kann jeden natürlich auch Tag eine und Todesursache sein. passiert das jeden Tag bei Tagesbeschäftigung dir? und Na, wobei Essen ohne Maßen kann schon eine Todesursache sein. Nie sieben gesehen? ja, richtig, gehört zu den sieben Todsünden. Sollte man wissen. Völlerei. Völlerei. Eine Tagesbeschäftigung und eine Todesursache. Ja, sollte man mal überdenken. Stimmt. Videospielcharakter. Enton. Ja, Pokémon zählen auch. Dann kannst du für jeden Aber sowas Buchstaben von, ja also, irgendein Pokémon. Einfach zum wenn Beispiel irgendwas Unterstand. zählt, dann wohl Pokémon. Hallo. Ich hätte auch Nur Pokémon alle als Pokémon. Kategorie nehmen können. Weil da hätten gewisse Personen wahrscheinlich einen Vorteil. Also alle außer ich. Glaube ich auch. Gerade auf Wenn du meinem alle Pokémon Kanal, kennst, dann. klarer Vorteil. Dann Emmerich. Kennt ihr wer? Otacon? Dacht mir so, Metal ja, Gear? ich glaube Aber schon. ja, bin ich auch irgendwie selbst daran schuld. Ich als Nintendo Let's Player, also ich bin ja nur bei Und Mario, Pokémon, sehr selten mal bei Zelda und so weiter unterwegs. Ja. haben wir noch Eggman, kennt man von Sonic. Ja. Fehlt zwar ein G, Obwohl es aber passt wichtig. schon. Ja, Ich wusste nicht, obwohl wie es man es auch schreibt, witzig ist. sorry. Also ist ja auch Nix, nur ein aber witzig beleidigender ist Spitzname, das. also von daher. Ist lustig, dass Dr. Robotnik und Eggman nicht die gleiche Person sind. Es ist die gleiche Person. Dieser ist der Ja, eine ist Sohn es. von so. Ist doch. Weil der. Andere Namen sind andere Namen für die gleiche Person. Ja, es liegt glaube ich daran, dass er Hieß aussieht. Eggman, hieß früher Dr. Robotnik, so ist es. Er Ah, ist seine eigentlich immer Irrung. noch so, aber Sonic dachte sich, hey, der hat eine Glatze, den nenne ich einfach mal Eggman. Punkt. Oh, so lustig. Das Sein war's. Spitzname. Also in den Okay. früheren Spielen hieß der auch Dr. Robotnik. Also in den ersten Sonic-Spielen Ja, in den guten. war es auch noch so. Okay, dann haben wir YouTuber Ego Whitey und Eric Range. Kenne ich beide ehrlich gesagt gar nicht. Erik Range ist komisch. Ja, sorry. Nur ein kleines bisschen peinlich. Erik Range. Gibt's bestimmt Ja. auch. Ja, Erik Sag Range. ja. Ja. Schreib Ist auch ja Gronkh schade, dass der nicht mit dabei ist, der Gronkh. Ich wollte ihn ja einladen, aber. Hast halt die Nummer verlegt, ne? Ich weiß auch nicht. Ist ja. Sind wir klein, sind natürlich ein bisschen, ist natürlich, ja. Diese Überheblichkeit immer, das ist, die man so sehr von Gronkh kennt, ist immer diese wahnsinnige Überheblichkeit. Aber jetzt verstehe ich wenigstens den Joke mit Eirange. Dann.
So, Game-Spiele, Elsa ankleiden. Spiele, es gibt sehr viele. Nein, das will ich gar nicht wissen. Das ist definitiv. Und Ellas lustiger Ponyhof. Hört sich auch komisch an. Mit DLC. Ja, DLC passt, DLC. EA geht schon. Ja, gibt's bestimmt irgendwas, Ellas lustiges Ponyhof. Ja, mit Sicherheit, aber jedes DLC für mindestens 60 Euro. Ja, dass du für Ellas lustiger Ponyhof am Ende dann 370 Euro bezahlt hast. Ja, so wie bei Sims, Spiel. Ne? Ja. Ja. Nice. Nächste Runde. So, Tee. Okay. Ich lese es wieder vor. Okay. Spielzeug im Happy Meal. Da haben wir Titan-Spielfigur aus AOT. Attack on Titan. Ah, okay. Ja, wie gesagt, Nintendo Let's Player. Sorry. Ja gut, ist ja nur einer der bekanntesten Anime überhaupt, aber gut, geht. Ja, Animes, sorry. Also, du schaust es nicht? Ich guck keine Animes, sorry, ist nicht mein Ding. Ging mir auch mal so, da hab ich mir irgendwann mal doch mal einen angesehen und jetzt jeden Tag. Mindestens drei. Auf Pokémon ist eine Ausnahme, kann man machen, als andere, ja. Sorry, ich hab andere Interessen. Okay, und die starken Männer. Ich guck lieber Krimiserien, ich guck. Ja. Samstags im Fernsehen kommt ganz gut. Samstagabend. Scorpions, eine ganz coole Krimiserie. Telefon haben wir hier und ein Trangiermesser. Ich wusste nicht, wie es geschrieben wird. Ist hoffentlich richtig geschrieben. Ja. Macht Spaß im Happy Meal. Da haben kleine Kinder Freude dran. Stinkende Sachen hier auch mal wieder ganz viel Kreativität von Modev aus. Ja, tatsächlich sind ziemlich unterschiedliche Sachen. Ja. Toten Hosen, ja. Eine tote Hose. Eine tote Hose. Nicht die toten Herzen, Hosen. Toten Hosen stinken auch. Ja. Tom Hanks Hemd. Ja. Nach weißt du das? Anstrengenden Dreh. Das bleibt mir lieber mein Geheimnis. Auf eBay gekauft wahrscheinlich. Ja. Echtschlaf geleistet. 27,78 Euro. Okay, wir sollten uns langsam mal ein bisschen beeilen. Wir haben schon kurz vor 9. Yep. Titan AE oder RE. Weiß bis heute wegen dem beschissenen Pfand auf die Handel der DVD korrekten Titel nicht. Ja. Es geht ja echt so. Ich hab keine Ahnung. Ich finde auf Google auch nichts, weil ich den Titel nicht kenne. Ja. Beschissene Pfand. Wer kennt's? Nicht. Two and a Half Men und The Green Mile. Ja, The Green Mile. Kleiner Geheimtipp. Geheimnis. Schon gesehen. Ist ein ziemlich brutales. Ja, ja, geht so. Ja. Doch, intelligenter Film. Old. Kleine Empfehlung. Kann man sich mal angucken. Ist nicht sehr bekannt, aber sehr gut. Total abfeiern. Dinge, die man jeden Tag macht. Naja, als Let's Player, komm, ehrlich. Wie viel Zeit bleibt dir nach den Videoaufnahmen noch zum total abfeiern? Ich mache alles am Wochenende, von daher viel. Ja. Okay, schön für dich. Triathlon. Triathlon, okay. Ja, das L ist ferngeblieben. Macht man wir natürlich auch jeden Tag. Warum auch nicht? So wie wir aussehen, machen wir jeden Tag einen Triathlon. Ist klar. Natürlich, aus dem Bett aussteigen, zum Kühlschrank gehen und dann aufs Klo. Drei Sachen. Ja. Ja. Ach gut. Tauchen, ja, das. Mal schön markiert. Die FSK nicht auf 21 zu steigern. Lassen wir mal FSK 18. Müssen wir das jetzt nicht vorlesen. Todesursache, Tod durch Amboss. Da haben wir einen Paluten-Fan. Oder was? Und klar, immer. Durch Amboss. Mordef, ich dachte, du bist kein Paluten-Fan.
Hat man auch im letztens im Privatchat besprochen. Ich habe gesagt, ich finde die Videos gut, aber ich möchte nicht so enden wie er. Ja, was wir alles noch so im Privatchat besprechen. Lassen wir einfach mal in der privat. Nächsten Folge von. Nee, Spaß. So Geheimnisse, Mordi. Tretendes Schweigen. So, Tretboot fahren trifft's ja ganz gut. Und Takirus Mama. Ja, als Todesursache. Yep, bin ich Zeuge. Videospielcharakter, tot aus Rage in Peace. Ja, Rage in Peace, gutes Spiel. Habe ich bei hier Kedos gesehen. Ganz gutes Display, ja. Der Tod. Eine lustige Figur. Tarzan. Ja, irgendwie so ein altes Sega-Spiel. Und ich dachte schon Kingdom Hearts, also echt. Was denke ich nur? YouTuber Takaishi natürlich. Kenn ich nicht. Aufnahmepartner von Herr Bergmann. Ein guter Let's Play-Kollege von Bergmann. Der macht doch nicht, ihr kennt Herr Bergmann nicht. Ja doch, der macht doch aber jetzt nur noch irgendwelche Reportagen für Funk, oder? Ja, der macht jetzt so solche irgendwie solche Kurzvideos, solche hochqualitativen Kurzclips. Soll er machen, wenn es ihm Spaß macht. Aber ich hoffe, dass der bald mal wiederkommt und mal Let's Plays macht, weil ich habe seinen Let's Plays gemocht. Das sagt jeder. Ja. Die guten alten Zeiten. Ja. So, Tetris, ja, die guten alten Zeiten, wo wir gerade dabei sind. Games und Spiele. Totally Accurate Battle Simulator. Sagt mir was, habe ich schon mal gehört. Du klar, kann kommt mich ja, dran erinnern. Klar, es kommt doch schon seit 5 Jahren demnächst raus. Ich auch, habe ich irgendwo schon, ich habe noch nicht gespielt, aber schon bei irgendjemandem, habe ich das nicht schon irgendwann mal gesehen bei irgendjemandem? Kann schon sein, es macht irgendjemand hat das mal Let's Played, Paluten, GLP oder sowas. Ja, ich glaube, GLP hat das mal gemacht. Das schon mal gemacht. Ja, Thunfisch Forever. Hey, ja. Klassiker. Kann ich nichts mit anfangen. Kann man rausnehmen, nehme ich nicht. Können wir rausnehmen. Ja, sorry. Oh. So, Ergebnisse bestätigen. Müssen wir jetzt noch die nächste Runde machen? Können wir es irgendwie beenden? Ja, oder? Wir sind jetzt bei 5 von 6. Keine Ahnung, wenn ihr nicht mehr wollt, beziehungsweise keine Zeit mehr habt, dann können wir auch beenden. Yep. Überspringen wir mal. Auswertung will ich dir aber noch sehen. Ich habe keine Auswertung bei mir gerade. Oh, ich aber. Bison ist schon gegangen. Bison, du hast gewonnen. Ah. Okay. Ladybird ist Dritter. Ich bin Zweiter. Nicht schlecht. Ja. Modi, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann sage ich mal das übliche Gefasel, was immer am Ende des Videos kommt. Wollt ihr sagen, soll ich sagen? Mach du hast schon eine Begrüßung gemacht. Dieses Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Abo da lassen. Ja. Ich blende einfach mittendrin irgendwo einen Abo-Button ein. Sternchen geben, achso, das ist schon längst vorbei. Ja, Glöckchen aktivieren und so weiter, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schaut bei den anderen beiden vorbei, Mordiv und Takiro sind natürlich ganz, ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, habt dann einen angenehmen fürstlichen Tag. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mordi. Tschüss, Takiro. Bitte. Ja, tschüss.